So. Ach, ich wurde ja schon gekämpft. So anderthalb Stunden später, eigentlich sind es 40 Minuten vergangen seit der letzten Aufnahme, ich war kurz auf einem anderen Rechner, hab eine Runde LOL gespielt und hab mich darüber aufgeregt, dass mein komisches Programm, was ich zum Uploaden von Videos benutze, nicht so richtig funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Ach, hab gerade ein bisschen rumgeflucht und das ging irgendwie nicht. War wieder die Borderlands-Folge gegen den Baum gefahren, jetzt lade ich einfach mal einen LOL-Cast hoch und guck mal, ob das dann klappt. Da fällt mir gerade ein. Ich könnte eigentlich nochmal kurz bei Caracalla nochmal kurz... Komische Straßenghoul, die gehen mir echt auf den Nerven. Ich könnte mal kurz bei Caracalla, ja, in Crowells Haus, zu Caracalla noch mal kurz gehen und gucken, ob ich die Schreie mittlerweile gelegt habe oder ich mittlerweile eine Schüssel habe. Nee, anscheinend nicht. Die Tür geht nicht auf. Ja, irgendwie glaube ich ja, dass ich. Also, entweder ist es ein Bug oder ich mache was falsch. Weil ich hier irgendwo hätte einen Schlüssel schon sehen müssen. Oder es ist wirklich ein Bug, hier hätte irgendwie gerade. Caracalla hätte vielleicht noch was sagen müssen oder hier nimmt diesen Schlüssel oder ich hole mal kurz den Schlüssel von der anderen Seite oder irgendwie sowas, weil er steht ja auf der anderen Seite. Irgendwie so ist eine Art, aber das, ich werde es wahrscheinlich nie erfahren, weil... Na gut, ich kann es nachgucken, wenn ich das Spiel durch habe, aber... Na gut, gut, dann hören wir uns hier heute mal die Schreie an, das ist ja eigentlich ganz schön. Und ignorieren das erstmal einstweilen und gehen einfach ins nächste Haus. Und gucken uns das Elend dort an. Meine Mama muss ja auch nicht immer, ne? So, dann gehen wir jetzt mal in die Wildwasserhaus-Weinstadt. Ich denke mal, hier die Zombies, die spawnen sowieso gleich neu, ist mir aber eigentlich um Wumpe. Dann haue ich die halt wieder um. So. Wo sind wir denn hier? Noch mehr Menschen? Warum haben die ja nicht alle so eine Gittertüren? Okay, das ist wahnsinnig. Wer bist du denn? Gedankenlesen verbraucht 0 EP, jawoll! Django tanzt Tango und redet mit dem Schlüssel über Schmetterlinge. Der ist... Was für ein verrückter Kerl. Der ist wahrscheinlich vor Angst wahnsinnig geworden. Und der war schon immer so, was weiß ich. Was? Wie kann ich euch befreien? Über die Berge, kommen Sie herbei! Wer bist du denn? Josef, Sie sprechen der Schildkröte. Bei den Göttern. Ich habe mein Schild verloren. Ja, das ist sehr tragisch. Das tut mir auch ganz doll leid. Wir werden dein Schild sicherlich bald demnächst finden. Mann, hier sind alle Türen verschlossen. Was ist denn das? Das verfolgt mich an einer Tour, dass immer alle Türen zu sind. Ich gab ein anderes Bild mal als sonst. Dass ich überall, egal wo ich hinkomme, immer die Türen zu sind. Was haben wir hier eigentlich schon? Na gut, da steht nichts drauf. Sah aus wie so ein schwarzes Brett. Ey, guck mal, ein Buch. Versuchsprotokolle. Oh, Versuchsprotokoll, ich ahne Schlimmstes. Ach, Moment mal, wir sind hier in der Anstalt, ne? Ich hätte vielleicht vorher mal lesen sollen. Das ist ja kein Wunder, dass wir hier Verrückte haben. So, Versuchsprotokoll, ist natürlich sehr freundlich. 49. Tag. Ohne Unterbrechung führen wir unsere Experimente an den Kreaturen fort, die wir in den vergangenen Monaten entführt haben. Aber uns gehen langsam Versuchsobjekte aus, denen wir die Gliedmaßen absägen können. Wenn die Belagerung der Stadt weiter andauert, werden wir schon bald keine neuen Exemplare mehr aufsammeln können. Die Kreaturen scheinen nervöser zu sein, nachdem es im Krähennest zu diesem Aufstand der Untoten gekommen ist. Wir müssen sie jetzt, wegen ihres gewalttätigen Verhaltens, schneller ausschalten. Ich möchte noch einmal mit Nachdruck betonen, dass wir neue Versuchsobjekte benötigen, um den Kristallschädel wieder benutzen zu können. Daher können wir durchaus Hilfe von außen brauchen. Ach, wenn doch nur laut Liken am Leben wäre. Ach, solche Leute sind das. Ja, Kristallschädelfreunde, habe ich. Habe ich. Super Ding. Was haben wir hier Schönes? Eine Notiz. Na? Notiz des Doktors? Ich mag übrigens nicht mehr in verfluchte Gebäude reingehen, weil es gab mal ein Spiel namens Ark Fantasies. Das kann ich auch mal let's playen, aber es dauert sich, glaube ich, ewig. Da gab es nämlich eine Tür in so einer Gruft, die ist einfach hinter einem Zugang, die ging noch nie wieder auf. Da musste man laden. Aber dann war total doof. So, wo haben wir denn jetzt hier eigentlich? Das ist wahrscheinlich ein Questgegenstand, oder? Notiz des Doktors? Wir hatten mit unseren nekromantischen Experimenten mehr Erfolg, als wir uns erhofft konnten. Aber die Untoten, die sich über die ganze Stadt ausgebreitet haben, üben mittlerweile so großen Einfluss auf den Kristall aus, dass dieser fast schon zu stark geworden ist, um ihn sinnvoll einsetzen zu können. Wir sollten uns vor unerwünschten Folgen vorsehen. Interessant. Automatisch speichern. Okay, gut, ich habe schon wieder einen Hinweis gefunden. Na gut, dann habe ich halt Nummer 3. Gut, das ist 5 Stück. Solange ich nicht alle Hinweise gefunden habe, bin ich eigentlich recht beruhigt. Obwohl ich jetzt mit 3 Hinweisen könnte man sich eigentlich auch schon runtergehen und ausprobieren. Wenn denn jede guckt an jeden Ort. Das haben wir ja vorhin gesehen, wie gut das funktioniert, wenn man schon 3 von 5 hat. Haben wir hier die Geister, die Geschichte der Drachenritter? Hätte ich nicht mitnehmen brauchen. Das, ich habe die ja nie vorgelesen, ne? Da hätte ich wahrscheinlich auch mal. Oh, Druckplan. Da hätte ich wahrscheinlich auch all das erfahren, dass ich mich immer die ganze Zeit frage. Also, das ist. Wie das hier so. Ah, nicht. Warum sie auch immer springt beim Zuschlagen? Immer auf dem Teppich bleiben. Ich fällt gerade ein, dass ich ja für diesen Fall eigentlich einen Bogen habe, ne? Na gut. So, was haben wir denn hier? Druckplatten? Wie sehen sie nix? Ist mein Vieh gerade unsichtbar geworden? Toll. Gut, schön. Ja, die Druckplatten, ne? Bringen mich jetzt auch nicht so unbedingt unglaublich viel weiter. Aber drohliche Musik übrigens in diesem Bunker hier. Was haben wir hier Schönes?
Leiche des Doktors, Mensch. Notiz des Doktors und Schlüssel zum Vorratsraum. Na bitte, Vorratsraum, das wäre von dran vorbeigelaufen. Was haben wir hier schön? Ach komm, ich nehme einfach alles mit. Was soll der Geiz? So, Schlüssel, Notiz des Doktors. Werter Kollegen, ich habe den Schlüssel zum Medizinschrank im Vorratsraum versteckt, damit die Gude sich nicht über die gesamte Anstalt ausbreiten. Ich bete zum Göttlichen, dass sie nicht bis zu den Kreaturen gelangen. Was? Egal. Tür. Ja, Werte Kollegen, aber von den Kollegen sehe ich hier echt gar nicht mehr so viele. Die hat es irgendwie entschärft, die Kollegen. Also, wahrscheinlich rennen hier nur noch als Untote rum. 20.000 Tränke hier noch. Einer flog über den Korkenzieher. Wie toll. Oh, ah, noch ein Irrer. Tollbert heißt der. Der andere heißt Tollmann, oder? Hoch, hoch die Wände. Runter, runter mit den lustigen Pillen. Ah, hochinteressant. Ja, tatsächlich. Hoch die Wände. Und ihr seid? Habt ihr hier zwei Trolle und ein Hüpfseil gesehen? Ich leider nicht, nein. Bedauerlich. Na gut, aus dem Wahnsinn ist hier anscheinend nicht so viel... Was? Aus dem Wahnsinn ist hier... Ich dachte nicht, ich kann mal wirklich hochklettern, aber... Scheinbar hat der Verrückte mit zu viel Fantasie. Oh, was haben die hier für lustige Streckbeine? Das in der Irrenanstalt? Naja, ich sehe schon, die Heilung der Patienten ist denen außerordentlich wichtig. Äußerordentlich, außerordentlich. Ich denke mal nicht, dass ich hier unbedingt hier so unglaublich gut rüberkomme. Die Tür... Das sitzt fest. Ja, Medizinzimmer ist verschlossen. Oh, ja, ekelhaft. Und dieses Foltergerät, was man hier im Esszimmer stehen hat. Mann. Grausam, grausam, grausam. So gut, dann mal zurück zum Vorratsraum. Das müsst ihr hier vorne. Wer bist du denn? Ihr da. Ich weiß nicht, was ihr hier wollt, aber wisset, dass man diese Anstalt nur in einem Sarg wieder verlässt. Django. Gedanken lesen, 0 XP. Mir gefällt dieser Ort. Er erinnert mich an. Ach so. Tränen, Schreie, Schmerz, Verstümmelung. Lasst uns noch etwas bleiben. Ach, Gedankenlesen kostet jetzt 0, weil ich das Ding auf Maximum gelevelt habe. Na, das ist ja ärgerlich. Naja, gut, ich hatte ja vorher schon nicht genug XP, dann habe ich die jetzt wahrscheinlich auch nicht. Na gut, was soll's. Bitte kreative Dinge aus meinen Waffen und... Was? Offenbar haben die Leute das Bedürfnis, kreative Dinge aus meinen Waffen und Nieren zu machen, wobei ich hingehe... Wohin auch ich auch gehe, hingehe. Das kann man sich das nicht mal normal unterhalten. Weise Worte, das steht fest, aber in den Kampf gewinnt, wollte ich nur robusten klassisch... Will ich einen robusten klassischen Eichensarg. Ach, herrlich. Ich sollte richtig vorlesen, ne? Unerwartete Antwort, muss ich sagen. Aber worüber könnten wir beide denn schon reden? Gutes Argument, dann kämpfen wir eben. Engar, zum Beispiel die Druckplatten auf dem Boden. Vielleicht können wir zusammen herausfinden, wie sie funktionieren. Ja. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Vielleicht gibt es hier ja sogar einen verborgenen Schatz. Gut, ich bin dabei. Krass. Rennt jetzt auf einer Druckplatten drauf? Ich meine, im Prinzip brauche ich einen... Verdammt, wo ist da das Gold, das diese reichen Ärzte angesammelt haben? Das ist mir ein Rätsel. Ich empfinde es eher als lästig. Ja. Verdammt, wo ist da das Gold? Sie ist nichts außer diesen Schatz. Ja, ja, geh mal auf die Druckplatte hier, Django. Mach doch mal. Ach, er macht. Ist ja schön. Oh. 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 Na siehst du. Hätte ich gleich gesagt, Kampf, wäre das nicht passiert. Ja, ne? Verdammt, wo ist da das Gold, das sie gesammelt haben? Sie ist nicht außer die. Ja. Du. Bei den Totems. Du bist keiner dieser verrückten Medizinmänner. Was zu trinken? Gib mir bitte was zu trinken. Gedanken lesen? War fertig? Okay. Ich habe dem Schurken, der mich entführt hat, fast alle Kräfte entzogen. Und trotzdem hat er mich besiegt. Ich treffe zum ersten Mal auf einen alkoholkranken Troll. Sei still, Kreatur. Ich gebe mir... Nein, ich bin kein Troll. Aber ich habe riesigen Durst. Du bist vielleicht kein Troll, aber überzeugender zu manchen Echter. Bitte, gib mir etwas zu trinken, dann rede ich mit dir so viel du willst. Okay. Ihr seid eine Pazifische, neue Quest angenommen, Cocktail? Was ist aber hier Feines? Leiche des Nekromanten, Notiz des Nekromanten, Mensch. Zerbrochener Kristallschild, der nicht zu funktionieren scheint. Das ist natürlich sehr bedauerlich. Gegenstand für meine Sammlung. Oh, Goblinleiche, sehr hübsch. Noch eine Goblinleiche. Ja, aber anscheinend Experte für Goblinleichen. Oh, ich kann die öffnen. Ein Quarz. Der echte Freund des Wahrsagers. Ja, ja, total hübsch. Haben wir hier noch schönes Formen für extreme Stärke. Wie das Inventar. Ich glaube, ich sollte vielleicht die nächsten Skillpunkte einfach mal mehr Inventar einsetzen, damit ich nicht so oft. So, Notiz des Nekromanten. Bitte beachten. Ich habe das Kennwort für den Teleporter von Blitz und Donner geändert. Wir können nicht vorsichtig genug sein. Die Kreaturen sind intelligenter, als wir zuerst dachten. Bedauerlich, bedauerlich. So, gucken wir nochmal. Was haben wir hier noch schönes? Lässt sich nicht bewegen. No. Hier? Auch nicht. Das, was haben wir da drin? Was ist denn das? Ach, auch noch ein Gott. Nee, ein Imp war das, ne? Da komme ich wohl nicht rein. Was ist hier drin? Sieht aus wie so ein Nekromantenbiest, also wie ich es auch habe, nur mit Fell.
Und noch eine Tür. Hey, ein Teleporter. Jawollo. Bin ich ja mal sehr gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Wahrscheinlich bin ich nochmal im E, verdammt. Rechne ich ja schon die ganze Zeit. Innerlich. Für diesen Teleporter braucht man ein Kennwort. Gar kein Problem. Es lautet nämlich Donner. Richtig. Ja, ich weiß. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Na? Oh, ich hatte so recht. Ich hatte so recht. Jawohl. Ich hatte ja so recht. Du dai. Ich freue mich ja, dass ich recht hatte. Von jemand, irgendjemand. Was haben wir hier schönes? Du da, nee? Die ist doch verdammt selten. Ja, ne? Ach, schade, ich kann leider mit niemandem reden darüber, über meine tolle Entdeckung hier. Verdammt. Kann ich hier nicht irgendwie nach links? Hey, wie seid ihr dorthin gelangt? Zauberei! Zauberei? Geht dort einfach raus, ja? Sie kann da selber nicht hin. Oh Mann, ey. Da hätten wir doch mal wie bei gefragt, was da mein Regal ist. Okay, man kann also ziemlich einfach von einer. Ich hätte übrigens mit dir handeln können, ne? Oh Mann, ist das dämlich. Was haben wir hier noch Schönes? Lässt sich nicht bewegen. Ach, verdammt. Ich hätte vielleicht mit Madame. Ach, ich suche nicht Madame Eva. Das ist ja Chef Chanel. Das ist ja Chanel. Ich hätte vielleicht mit ihr mal kurz mal Alkohol gekauft. Dann kann ich nochmal mit ihr reden. Verdammt! Jetzt habe ich, glaube ich, meine einzige Chance vertan, ne? Ich hätte mich mit den Troll. Ich hätte mir 100% nicht Alkohol kaufen sollen. Ich habe es natürlich in meiner Eile mal wieder vercheckt. Ja, und Quickloan kann ich natürlich auch nicht, weil der letzte Load ist ja. Safe Game. Ist ja Jahrhundert. Hier steht wahrscheinlich auch nichts rum, oder? Ich meine, außer kaputte Ohrensessel hier ist ja. Glaube ich, jetzt erstmal spontan nicht so viel zu finden. Oder können wir mit den zerbrochenen Kristallschädeln noch was reißen? Ich meine, ich habe einen kompletten. Ja, ich habe einen, der ist ganz, ne? Ich habe hier noch einen zerbrochenen. Der nicht zum Drachenturm? Naja, das bringt mir auch nicht viel. Übrigens komme ich ja also auf jeden Fall rausleben, weil ich muss. Die Tür geht nicht auf. Ich kann einfach zum Drachenturm zurückreisen. Komme ich eigentlich nur mit ihm hier wieder zurück, oder? Ach so. Kommen wir nicht aus diesen langen. Ach so, hier ist einfach nur eine Tür aufgegangen. Mir war. Wieso. Ich hatte vorhin so einen leichten Bewegungsblick, dass ich dachte, das Ding ist runtergefahren. Ja, der Troll, ne? Ich habe leider nie Alkohol dabei. Das ist natürlich sehr nachteilig. Jetzt hätte ich es gebraucht. Das ist wie damals mit dem Seil. Da hatte ich auch nur durch puren Zufall ein Seil gerade bei. Dann habe ich es gebraucht. Ach, war das schön. Grundgütiger, ich will Wein oder Bier. Irgendwas. Von mir aus bist du frei und kannst gehen. Aber ich bin so durstig. So durstig. Mögen die Totems über dich wachen. Haut er jetzt ab oder haut er mich jetzt einfach oben? Na ja, heißt er. Er hat scheinbar Durst. Gut, ich muss also mal eben zurück in die Stadt zur Taverne und mir ein Bierchen kaufen, weil ich nehme hier einfach eins vom Tisch mit. Das ist natürlich einfacher, oder? Ja, wenn die leider, das sind nur Bierkrüge und zählen nicht so richtig als volles Bier. Verflucht! Ach, ist ja ein Elend. Wir haben ja so ein Pfannen, haben wir hier. Die im Speisesaal, was haben wir hier noch? Ah, ich dachte, verdammt, ist ja nur ein Regal. Ach Mann, ey, ich brauch doch hier nur mal irgendwie ein bisschen Altes. Sonst steht hier überall, an jedem Ort stehen mal irgendwelche dummen Getränke rum, die man mitnehmen kann, wo ich jedes Mal bewundere, wie die Entwickler. Och nein, oder? Vieh, hau ab. Och nee, oder? Das ist so unpraktisch, dass die Kreaturen. Ja, jetzt beweg dich nicht mal. Na bitte, das geht doch. Gut, dass es durch Zufall rumwandert. Also, dass man da nicht durchlaufen kann durch das Vieh, ist echt ein bisschen doof. Ja, ich glaube, ich muss jetzt nochmal hier raus aus der Bude, Alkohol holen und dann. Einer flog über den Korkenzieher. Wie toppte hier zwei Trolle. Na gut, das vergessen wir mal ganz schnell wieder. Warum ich überhaupt mit dieser Tür rede, ist mir ein Rätsel. Aber ich wollte doch sowieso eigentlich zum Vorrat. Ach, ich wollte doch zum Vorratsschrank. Da ist doch sicherlich jede Menge Alt drinne. Habe ich doch gerade den Schlüssel gekriegt. Ist doch gar kein Problem. Warum mache ich mir das überhaupt so schön? Ach, jetzt kommt er wieder, oder was? Oh, muss ich ihn doch töten. Wir haben doch gut zusammengearbeitet, oder? Aber ich verschwinde von hier. Dieser Ort geht mir langsam auf die Nerven. Aber hier kommt man höchstens im Sarg heraus. Das habt ihr auch selbst gesagt. Nein, ich bin mal freundlich von mir aus. Nun denn, ich glaube, dass dieser Schlüssel den armen Mann dort drüben befreit. Niemand verdient es, in einem solchen Ort in einem Käfig eingesperrt zu sein. Ach, naja. Oh, ich habe einen Käfigschlüssel. Juhu. Frei! Endlich kann ich wieder den Mond anheulen. Wo ist mein Rudel? Die Jungen sind hungrig. Ich kann nochmal Gedanken lesen. Nein, haltet euch von mir fern. Glaubt mir, ihr wollt die Gedanken dieses Irren nicht lesen. Doch, sonst hätte ich nicht eingeklickt. Na gut, tschüss. Pfui, ich habe keine Milch.
auf zur Dame am See. Sie hat die Drillinge auf die Welt gebracht. Toll. Tschüss. So, hat er noch was in seinem tollen Zimmer hier rumliegen, was irgendwie von Wert für mich ist? Natürlich nicht, außer eine Kreatur, die mir... Oh Gott. So, Vorratsraum. Was haben wir denn hier Schönes? Noch ein Schlüssel. Schlüssel zum Medizinzimmer. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Ich brauche aber doch Alkohol. Ich brauche Bier. Irgendwas. Warum gibt es denn hier nichts? Oh, alles leer. Muss ich jetzt echt nochmal durch die ganze Stadt durchrennen, um diesen komischen Oger da oder Troll, wie auch immer, um den Alkohol zu holen? Och Mann, ey. Doof. Voll doof wie ich hier. Gefällt mir gar nicht so, was ich so machen soll. Ihn kann ich... Einer flog über den Korb. Lass mich jetzt alleine. Okay, gut. Für ihn habe ich da anscheinend keinen Schlüssel. Ach, hier war ich noch gar nicht drin, Mensch. Das ist ja eine saubere Zelle, weil leer wahrscheinlich... Nein, Drecksvieh. Ich sollte mich auch mal ne, einfach mal so hinstellen, das Vieh blockieren. Achso, das ist wahrscheinlich der... Oh. Damit hätte ich jetzt weniger gerechnet, aber... Oh, warte mal. Das sind ja alles Tränke. Upsala. Ich weiß, das sind wieder geringe Belebungstränke, aber... Ich habe ja vorhin erst davon gesprochen, dass ich davon viel zu viele habe. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Also, beziehungsweise... Dass ich davon überhaupt welche habe, dass ich mal die ganzen... niedrigleveligen Tränke wegtrinken sollte, einfach nur damit sie weg sind. Ja, die da oben komme ich wahrscheinlich nicht dran, weil ich gerade die Dinger kaputt gemacht habe, auf denen ich hätte stehen können. Oh, Königin Ormtims Kelch? Okay. So, sind wir wieder bei Madame Eva. Das ist ja, Quatsch, nicht Madame Eva, mein Gott. Wir sind hier bei Chez Chanel, oh Gott. Ich dachte, wenn ich mal Französisch in der Schule hatte, merkt man das gar nicht, ne? Fertigkeitsbuch liegt ja einfach so rum, genau. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Lebt der Baum hier? Naja, zumindest, also die meisten Pflanzen leben, aber so gut wie alle, quasi. Was die am Leben sind. Hm, okay, gut. Anscheinend hat sie wirklich nichts mit diesem Zimmer zu tun, weil ich sehe da auch keinen Weg, dahinter zu kommen. Naja. So, dann haben wir das ja quasi auch. Haben wir den jetzt ein... Ach nee, der Hebel hat ja ganz was anderes gemacht als geplant. Ich wollte eigentlich... Ach nein. Ich wollte ja eigentlich ihn hier befreien, aber... Das hat der Hebel ja gar nicht gemacht. Das war ja nur mein Plan, aber... Gut, dann müssen wir jetzt wohl leider anscheinend nochmal raus. Und dann... Alkohol. Und dann... spricht der Oger vielleicht mit mir. Ich möchte hier noch irgendjemand überfallen auf halbem Weg. Vielleicht irgendjemand. Nicht. Okay, gut. Dann möchte mich niemand überfallen. Gucken wir einfach mal zum Krähennest. Und da hinten sind wieder Viecher. Was ist das denn eigentlich? Darauf wollt ihr ja nicht schießen. Noch nicht. Oh. Wo kommen hier denn wir alle her, die Viecher? Ich hätte warten sollen, bis sie alle beieinander stehen. Na gut. Ey, jetzt wird es ja echt bunt, muss ich sagen. Mann, oh Mann. Was mir übrigens noch fehlt, ist so ein... Ich krieg Lebenspunkte wieder für den Schaden, den ich mache. Alter, ich hab doch hier... Oh, das ist cool. Also hätte ich... Macht leider keinen Schaden, ne? Das haben doch diese Feuerskelette auch mal auf mir gemacht. Das ist da hinten das letzte Vieh? Naja, das kann ich dann noch mal machen. Na gut. Hier komme ich ja her, ne? Boah, wer... Aber diese respawnenden Viecher ist ja sehr lästig hier. Lässt sich nicht bewegen. Keine Situation ist natürlich zu. Ach, mein Vieh hat schon wieder neue Viecher entdeckt. Warte, ich habe doch hier noch... Noch nicht. Also ich glaube, Divinity als Bogenschütze durchspielen wäre auch nochmal ganz interessant. Ich kann nicht. Ach, da hinten steht noch so ein dummer Priester, der hier die Viecher hochhält, oder was? Na warte. Bumm. Noch nicht. Schon wieder gelevelt. Ja, dadurch, dass die wiederkehrenden Viecher auch noch XP bringen, ist natürlich... Ich kann nicht. Kann man immer ganz locker flockig Level 100 werden, glaube ich, wenn man lange genug spielt. Man muss ja einfach nur die Erfahrungspunkte farmen. Obwohl, die bringen jetzt auch nur 1200. Naja. Also mal zurück. Ich wundere mich, dass hier... Aua, was war das denn jetzt gerade schon wieder? Aua. Hallo. Keine Ahnung, was mich hier gerade anzaubert, aber das ist mir eigentlich auch gerade egal. Ich ignoriere das erstmal. Ich würde eigentlich gerade sagen, dass mich wundert, dass hier auf dem Hof eigentlich keine Viecher rumstehen. Ob die irgendwie verlustig gegangen sind, ich weiß es nicht. Aua, sag mal, was ist denn das jetzt? Alter. Scheint hier irgendein Bug. Wer ist er denn da eigentlich? Ist das nicht mein vermisster Bettler?
Davish? Gesegnet sollt ihr sein, Hoheit. Eine Münze oder zwei, eine Münze oder zwei. Verschwundener Heiler. Viel weiß ich darüber nicht, aber ich habe ihm erzählt, dass mir in einem Kanalisationseingang eine seltsame Person aufgefallen ist. Aha. Ihr könnt diesen Eingang im Krähennest finden. Bernhards beste Heiler lagen dort auf der Lauer, bis der Kerl erschien. Ich weiß nicht genau, ob das nun ein Dieb oder ein Bandit war, aber wenn jemand eine Schubkarre voll Fleisch in die Kanalisation bringt, gehe ich mal nicht davon aus, dass er die Ratten füttert. Doch, genau, das hat er vorher hier und Münze nimmt. Möge der Himmel euer Königreich sein, Hoheit. Nee, lieber jetzt schon Königreich, weil im Himmel, das ist ein bisschen ungewiss, ne? So. Achso, ich wollte ja zur Taverne, fällt mir gerade wieder ein. Aber erstmal